Episode 14, Lingua Franca. Und bei dieser Mission können wir einen Dolmetscher, der Afrikaans kann, rausholen. Näheres erfahrt ihr jetzt. So, jetzt wisst ihr's. Wir sollen den Dolmetscher rausholen und das machen wir. Und dann verstehen wir auch, was die Typen eigentlich sagen. Die Mission hat jetzt nichts mit Skullface oder sonst wem zu tun, sondern wir brauchen den einfach, um die Sprache zu verstehen, um Infos zu bekommen. Dann läuft's einfach besser. Und macht uns auch auf jeden Fall einiges einfacher. Deswegen gehen wir direkt mal zu diesem Dorf hin. Schauen uns das einfach alles mal an. Ah, da war schon ein. Analysis complete. They're working for one of the bigger PFs, the Contract Forces of Africa, CFA for short. These guys are all business. Mercenary work is strictly about the money to them. Either way, they're no threat to us. So, da wären wir. Und da war das Ziel. Ah, okay, also das ist doch nicht das Ziel. Wir sollen nur hinterher zum Ziel. Ich habe dieses dumme Gefühl, dass sie dort hintergehen und dann wegfahren. Analysis complete. Analysis complete. Wobei, nee, die zwei gehen hier weg. Must be worse than we thought. Make a wrong move and they could kill the target without warning. Wir und Fehler? Niemals. Spaß. Wir sind natürlich die totalen Vollprofis. Aber naja. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, wohin der uns führt. Afrikaans ist die Lingua Franca von Mercs in that area. If you're going to get any information from interrogations, you'll need an interpreter. But don't extract the interpreter just yet. If he doesn't turn up, they won't be able to do the interrogation. If they then decide the target's no longer any use to them, they won't hesitate to kill him. Alles klar. Können sich auch mal ein bisschen beeilen. Hätte ich nichts dagegen, wenn die mal ein bisschen schneller machen würden. The interpreter will be present for the rescue target's interrogation. He's a CFA Merc too, but he serves as a language specialist. His job is English Afrikaans simultaneous interpreting. Tail him to find out whether keeping the target. Ach, ihm sollen wir folgen. Ich dachte ihm. Oh. Oh, fuck. Okay, ich hätte jetzt gedacht, wir müssen dem Gefangenen hinterher, weil der uns dann zu anderen Gefangenen führt. Aber dem ist ja nicht so. Deshalb, gut.
von eben diesem Typen. Da liegt doch schon einer. The interpreter will be present for the rescue target's interrogation. He's a CFA Merc 2, but he serves as a language specialist. His job is English Afrikaans simultaneous interpreting. Tail him to find out where they're keeping the target. If you're going to use a weapon, be careful not to draw the enemy's attention. There's an anonymous call. Woody! You're not fooling anybody. Ask any of the other. Nobody knows any. I see you, Mariana, could be a friend. What? Well, it's almost to you. That is for me, but I can't drown. Weet jy hoeveel Afrikaans het in die hele geleid in Tsipouro nog? You made up a story with the others. You British are all liars. You know how much the Afrikaners suffered because of you and the Boer War. That wasn't me. I said it was nie hy nie. Maar het was julle wat ons verraai het! But it was you that betrayed us. It wasn't me. It was the Viscount. Genoeg! Mm-hmm. As jy niks weet nie, is ons seker klaar. Okay, sie gehen jetzt weiter zum Viscount. So, our rescue target was behind some kind of plot. Wow, zum Glück habe ich den nochmal gesehen. Och nö, ernsthaft? Den hole ich jetzt noch raus. So. Und nun ab mit dir. Wohin fährt er denn jetzt? Ich folge ihm einfach irgendwie mal grob. Ganz grob. Analysis complete. Hier haben wir schon mehr Wachen, das ist nicht gerade von Vorteil. Ah, da hinten haben wir was. Analysis complete. Analysis complete. Another prisoner. Looks like he's alive. Okay. Analysis complete. Analysis complete. Fuck, sind hier viele Leute. Analysis complete.
Ja, die Scheinwerfer-Trottel sind so. Analysis complete. Sind jetzt auch nicht gerade zu unserem Vorteil. Wir sind am Arsch, wenn wir jetzt auffliegen. Fuck it. Fuck it! Das wird nix. Das war jetzt viel zu stressig, viel zu hektisch. Und einfach nur dumm. Ja, das war nix. Ah, das war nix. Ja, Snake, wir sind tot. Das war gar nix. Wieso gehe ich nur mitten durch die Pampa da? Aber wieso fallen wir auch auf? Das war doch dumm einfach nur. Einfach nur dumm. Ja. Gut, hier werden wir wieder. Während ich dahin laufe, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Und tschüss. Extraction failed.